Da sind wir jetzt im Spiel und ich hoffe mal, dass die Jungs ohne Probleme das überwinden. Ich werde hier Heubach mal noch nicht rausschicken zum Aufwärmen. Und Düsseldorf mit der ersten Riesenchance und die ist nicht drin. Da Huber entschärfen kann, aber Ecke kommt sofort, aber kannst du vergessen. Oh, da wurde ein Foul nicht gesehen, aber große Chance und ich gebe jetzt Konzentration aus, dass die Spieler sich jetzt erstmal wieder voll konzentrieren, weil das muss jetzt nicht sein. Gute Chance, Riesenchance und kein Tor. Was ein Glück. Oh, die kommt rein, die kommt gut, aber ist immer noch nicht drin. Da hatten wir Glück. Da hatten wir Glück. Weil Düsseldorf steht doch schon sehr anders. Scheiße. Ich habe die Standardtaktik. Das heißt, wir müssen ein bisschen tiefer stehen. Wir spielen nur auf Konter. Die Abstöße werden kurz. Das Passspiel wird kurz und ja, das Pressing muss überall bleiben. Wir werden so die Flanken so um den Dreh machen. Uiuiui. Das hätte, das kann auch schief gehen. So was. Oh, der kriegt schon Geld wegen Meckerns nach 27 Minuten. Das ist dumm. Oh. Gute Chance für uns, aber Kaplani im Ausseits. Schade. Hätte ja was sein können. Wäre ja was. Die erste Chance für uns und die wäre direkt drin. Aber so darfst du jetzt auch nicht gegen Düsseldorf spielen. 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Ja, da fragt man sich wirklich wofür. Ah, nochmal Ecke. Schlicke kann da klären. Oh, kein Problem. Das Land hat das Leder. Leder, genau. Hat das Leder. Und so muss es sein, Halbzeit. Halbzeit ist es. Ja, die halt, das Spiel entwickelt sich langsam zum Geduldsspiel. Macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. Obasi motivieren. Oh, Selbstvertrauen geht hoch. Gielen motivieren. Ihn mal loben. Weil wir dürfen jetzt nicht nur Motivation verteilen. Wir müssen auch mal Spieler loben. Klant noch mal loben. Motivieren. Und das verteilen. Und dann... Oh, Lamberts direkt wegen rüden Foulspielen, eine gelbe Karte. Aber das ist sicher übertrieben. Wow. Okay. 50. Minute. Noch kein Angriff von beiden Seiten bisher. Also das heißt, Match ist verfahren, Düsseldorf kommt, aber... Oh, weitere Ecke. Oh, die kommt rein. Per Kopf. Okay, konnte klären. Hoffentlich noch eine Ecke. Weil noch eine Ecke wäre scheiße. Aber nein, ist keine mehr. Oh, das ist nicht gut. Ja, wir wechseln jetzt auch mal. Den wechseln wir jetzt mal aus. Ich würde mal sagen, auf dem linken bringen wir jetzt mal was Junges.
Der hatte ja bisher noch keine Zweitliga-Erfahrung, deshalb. Und bin ich jetzt noch Görlitz recht. Für Obasi mache ich. Görlitz bringe ich jetzt nochmal. Und OM will ich eigentlich jetzt nicht jeden rausziehen. Aber muss ich wahrscheinlich gleich machen. Oder in der Zentrale, in der Innenverteidigung Omari raus. Weil der ist aktuell der, wo mit der Frische am weitesten hinterherhängt. Und ich gebe jetzt nochmal raus Konzentration. Und ja, das müsste eigentlich gut werden. Oh oh. Oh, fast. Oh, wow. Er trifft nur seinen eigenen Teamkollegen, das ist gut. Oh ne, mehr Bonsai. Okay, ich brauche den. Jetzt ein Innenverteidiger. Omari geht diesmal raus. Heubach kommt diesmal. Aber die Bonsai. Okay, schlechtes Wetter. Nur gehört dazu. Ja, hoffen wir mal, dass Schlicke weitermachen kann. Noch 10 Minuten. Gehen wir jetzt in. Oha. Alter! Entscheide vor ihrer Nase. Natürlich toben. Faires Verhalten, ja, Reisinger kann aber weitermachen. Jetzt sollen die jetzt erstmal drauf gehen, die Jungs. Oh, Alter, der haut unser Maskottchen über den Haufen. Ich glaube, es geht los. Aber 0-0 in Düsseldorf gegen eine Mannschaft, die eigentlich ganz klar stärker ist als wir. Das ist ein gefühlter Sieg. Muss man ja so sagen. Texera Spieler des Tages, verständlich. Und bei FSV ist es auch ein Innenverteidiger. Nice. Also wir waren dauerhaft schlechter. Also selbst wenn wir mit der Stamm, also mit der 11 von der ersten Halbzeit weitergemacht hätten, wären 10 Punkte schwächer immer noch als Düsseldorf gewesen. Ja, bleibt beim 0-0, somit bleiben wir auf Platz 10. So ist es sehr gut. Um uns rum kann sich alles verändern. Solange wir auf Platz 10 bleiben, ist alles gut. Düsseldorf ist auf Platz 5 abgestürzt. Guck mal jetzt mal in die erste Liga rein und Dortmund stürzt auf Platz 3 ab. Weil sie nur 3-3 gegen Freiburg spielen. Okay. Der HSV ist auf Platz 3. Somit. Gucken wir mal in die dritte Liga noch. Darmstadt gewinnt 1-0, haut somit die Stuttgarter Kickers von Platz 3 runter. Und Darmstadt somit einen Platz höher. Jetzt punktgleich mit Regensburg. Sehr schön. Sowas sieht man doch gerne. Ja, das sehen wir jetzt mal, der Trainer, nee, Präsident von Düsseldorf hat sich zu Wort gemeldet und sagt, wir sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis, vor allem wenn man sieht, welchen Aufwand wir betrieben haben. Die Mannschaft hatte mehr verdient. Ja, ganz klar. Nils Texera, das Tor ist ein Problem, das jede Mannschaft hat. Hat er recht. Hat er vollkommen recht.
Spieler des Tages. Keiner von uns dabei. Beziehungsweise 11. Tage. 11. des Tages. Leider keiner von uns dabei. Aber Thorsten Matuschka. Okay, heute war Teamleistung 11. Also Platz 11 war das heute. Naja. Hat man aber auch gesehen. Und Düsseldorf heute auf Platz 6. So wie die gespielt haben. Naja. Ja, beste Spieler. Teixeira jetzt natürlich auf Platz 10 gerutscht. Wie sieht es eigentlich in der Bundesliga auf? Kießling führt vorne. Dann Ibisevic, Mandzukic, Rudnevs und Lewandowski. Lewandowski zweitbester Spieler nach Kießling. Wow. Also das wundert mich jetzt. Und wie sieht es in der dritten aus? Elton da Costa von Darmstadt auf Platz 4. Engelbrecht von Stuttgarter Kickers auf Platz 1. Tunji von Erfurt auf Platz 2. Und Unu Loklu auf Platz 3. Okay. Okay. Sieht auch interessant aus. Aber nein. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir das Duell natürlich nicht gesehen, aber egal. Ja, wir haben hier uns ja einen verpflichtet und wow, Turin macht da ein Coup, wo jetzt, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte. Die verpflichten Ayew von Marseille nach Juve für 30 Millionen. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und ich weiß mittlerweile bei so Spielen ist nichts unmöglich. So, ich wollte kurz was gucken. Wo ist die Sache? Da. Da liegt's. So. Okay, er hat die Beobachtung abgeschlossen zu dem Spieler. Muss ich mir gleich mal angucken. Moment.